Holiday! Und ein herzliches Willkommen zum Sommerprojekt vom Comedy Duo Messer und Gabler. Heute mit dem Marc Traufer bei ihm hier in Hofstetten. Wunderschön. Also könnt ihr mal vorbei, das ist wirklich traumhaft. Also müsst ihr wirklich mal schauen. Sympathischer Mensch auch kommt dazu. Ja, danke schön für die Blumen. Merci vielmals. Herzlich willkommen, schön, dass wir hier sind. Marc, wir starten gerade mit der ersten Frage. Warum sind wir genau da? Ja, weil irgendwie gehört ihr ein bisschen zur Familie bei uns. Weil ich weiss, dass ihr euer Programm manchmal im Alphütli von meinem Schwiegervater schreibt. Und genau. Wo die Anfrage so reinkam, ist, habe ich gesagt, selbstverständlich, Türen offen. Cool. Hammer, cool. Hammer. Cool, wirklich cool. Dann die nächste Frage. Lieblingsgemüse? Kohlräbli, aber nur mit ganz viel weißer Soße. Oh cool, oh gut. Oh, und was geht gerne nicht? Kapern, das ist etwas vom Himmeltraurigsten, was gibt auf der Welt. Okay. Also wirklich? Auch im Fleisch? Kapern? Ja, also Kapern gehören nie rein. Nie. Okay. Einfach grundsätzlich nicht. Dann hast du noch in deinem Hotel im Restaurant kein Kapern auf der Karte. Solange es auf meinem Teller nicht ist, ist es mir gleich. Okay, gut. Nächste Frage. Geld oder Liebe und warum? Ja, ich glaube, Liebe, wenn du keine Liebe hast, dann hilft dir alles Geld nicht. Das ist ganz klar. Und ich glaube auch, wenn genug Liebe rum ist, gibt es von selber Geld. Das ist immer so. Wenn du Liebe hast für irgendein Geschäft oder irgendeine Idee, dann kann die Idee so gross werden, dass es am Schluss Geld gibt. Aber wenn du Geld hast und keine Liebe hinterträgst, dann bist du eigentlich ein verlorener Mensch. Von mir aus. Verloren. Gehört Marketingmanager. Guter Spruch. Guter Spruch. Das ist nicht Marketing, das ist Überzeugung. Ja, nein, aber für die Marketingmanager uns und alles andere beibringen. Wenn es ein neues Fach in der Schule gibt, was wäre dein Vorschlag? Ein neues Fach in der Schule, das wäre Lebensfach. Weil es ist vielfach lernt man aus meiner Sicht in der Schule Sachen, die effektiv unter dem Strich dir im Leben überhaupt nicht helfen. Mhm. Also du bist am Schluss, hast du irgendwie ein Studium gemacht und weiss auch nicht was, aber Rechnungen zahlen oder irgendwie Geld auf die Seite tun, dass man die Steuern kann gleich Ende Jahr oder was es braucht, wenn eine Wohnung, dass vielleicht noch eine Versicherung rein. Das hat ganz grundlegende Sachen. Ich habe manchmal das Gefühl, lernen wir unseren Jungen nicht. Ja. Wir sind auf einmal 20 und dann sind sie überschuldet, haben noch das Handy abo da und hier noch das Auto geleistet und so wissen sie eigentlich nicht, was das Leben kostet und wie man es organisieren muss. Und ich würde dem so organisatorisches Lebensfach sagen. Und was ist deiner Meinung nach die beste Erfindung, die es gibt auf der Welt? Sehr gut. Klar. Wer hat da nicht daheim mit denen an schon als kleiner Bub gespielt? Ja, ist es so? Es ist so. Es gehört dazu. Also, noch Fragen? Ja. Ist alles gut. Ja. Was ist deiner... da haben wir schon gehört. Ich war in der Ferien, gewesen, dass du so einen braunen Grind hast. Nein, immer. Das Rhodos. Das Rhodos bist du? Ja, das war schön. Ein Baumhaus. Ein Baumhaus? Ein Baumhaus mit Dachterrassen und Aussicht auf den Hafen von Rhodos. Du weißt, was im Hafen von Rhodos für Tiere am Hafen stehen? Nein. Ein Löwe, glaube ich. Ja, und ein, gell? Ja. Ein ist, glaube ich, der Grind abgehört. Genau. Ja, nein, ich bin in der Ferien gesehen. Also, haben wir gemacht. Können wir rausschneiden. Ja. Was war das Schwierigste, was du in deinem Leben hast müssen lernen? Ja, ich glaube, dass das Leben mir schon die eine oder die andere Aufgabe gestellt hat. Ich habe relativ jung eine Familie gegründet. Ich habe relativ jung das Gefühl gehabt, ich wüsste schon viel. Mhm. Und habe mit Scheidung und allem schon müssen lernen, dass es nicht ganz so ring geht, wie man sich das manchmal vorstellt. Ich glaube aber wirklich, dass auch das. Ich bin so jemand, der aus dem grössten Scheissdreck das Gefühl hat, das hat mir etwas Gutes. Ich habe dort auch viel mitgenommen und habe wirklich viel gelernt aus dieser Zeit, wo ich heute auch noch davon zehre. Und obwohl es nicht eine gute Erfahrung war, bin ich dankbar, dass alles so ist, wie es heute ist. Gleich. Ich will auch. Gleich. Und auf welche drei Sachen könntest du nie verzichten in deinem Leben?
Ja, ich würde mal sagen, ganz sicher auf eine gute Flasche Rotwein. Also ohne Rotwein würde ich, glaube ich, sterben. Das ist so wie der Benzin für mein ganzes Leben. Ich werde nicht ohne gute Freunde sein, weil der Austausch mit guten Freunden, wo vielleicht auch gute Freunde sind, auch Leute, die ich vielleicht nur zweimal im Jahr sehe, aber es sind, wenn sie kommen, hören sie zu, und wenn sie da sind, haben wir eine gute Zeit. Und ja, also ich werde eigentlich auch nicht sein, ohne meine Heimat, ohne mein Zuhause. Ob jetzt das Hofstetten, ob das das Berner Oberland, der Kanton Bern oder die Schweiz ist, ist wie Wurst. Aber ja, ich finde schon, wir sind unglaublich privilegiert und müssten da eigentlich dankbar sein, dass wir hier dürfen daheim sein. Ja, okay. Auf welche? Nein. Also weiter oben. Ist noch in der Ferien, hä? Nein. Im Kopf. Was hat's? Was hat's immer in deinem Kühlschrank? Also, bis vor einem Jahr hätte ich gesagt, einen glattenen Kiesackbläser. Oh, cool. Wirklich? Ja, okay. Wirklich, das ist etwas. Ich habe so eine Professionelligkeit. Ja, weißt du, ein grosser, einer, der aus der Gastronomie. Ja. Und der ist eigentlich immer, also weißt du, gelassen, ohne Rahmen ist doch einfach Scheissdreck. Ja. Also da muss man einfach ehrlich sein. Ja, cool. Aber ja, das Leben hat sich ein bisschen geändert. Wir sind wenig mehr daheim am Abend, wir sind viel am Arbeiten. Und im Moment, ja, ist der, glaube ich, auch nicht im Laden im Haus. Okay. Ja, klar. Angenommen. Du strandest auf einer einsamen Insel. Wirst dann irgendwie nach einer gewissen Zeit gerettet, aber gegangen. Welche drei Sachen nimmst du mit von dieser Insel? Von der Insel? Ja, von der Insel mit. Wieder zurück. Ja, also erstens den Schatz, den ich gefunden habe, die Kiste voll Gold. Ah, okay. Ja. Dann das kleine, herzige Tigerbaby, das ich aufgezogen habe mit dem Shoppen. Jawohl. Und das Geheimnis, warum dass ich Milch hatte, für ein Tigerbaby aufzuziehen. Das nehme ich auch mit von der Insel. Ja, sehr gut. Was war deine letzte gute Tat? Meine letzte gute Tat? Keine Ahnung. Ich probiere wirklich grosszügig zu sein, immer. Grosszügigkeit ist bei mir auch oft verbunden, dass wir Leuten Chancen geben, die vielleicht nie mehr Chancen bekommen. Wir haben sehr viele Leute bei uns angestellt, weil ich finde, also ich gebe nicht so viel auf Ausbildungen, ich gebe nicht so viel auf Lebensläufe, weil Papier ist geduldig. Was wir für Bewerbungen bekommen, da würden wir sehr wahrscheinlich den Mond erobern, also wenn die alle so schlau wären, wie sie auf dem Papier schreiben. Ja. Ich bin eher der, der auf Menschen reagiert. Wenn der Mensch mir ein gutes Gefühl gibt, bekommt er bei uns auch eine Chance. Und bin auch stolz, dass wir 2, 3, 4 wirklich super integriert haben bei uns, die vielleicht sonst nie wären geschlagen. Cool. Super. Sehr. Und jetzt noch eine Frage, die uns am meisten interessiert. Das Lustigste, was dir je auf der Bühne passiert ist. Auf der Bühne? Auf der Bühne. Während einem Gig oder? Ja, es kommt ein bisschen darauf an, mit welcher Sichtweise. Also dann im Moment war es gar nicht lustig gewesen. Heute lachen wir immer wieder. Das ist so eine Story, die immer wieder kommt. Es ist so, wir haben in Freiburg mal gespielt, an einer Weihnachtsshow zusammen mit Ken Hensley. Ken Hensley von Uriah Heep. Und dann habe ich einfach gedacht, als junger Bursch, ich muss heute überzeugen, wenn da Weltstars rumlaufen. Jetzt bin ich so hoch motiviert raus. Bin vorne gerade auf dem Monitor auf die Boxen raufgekumpelt und die Box hat sich gelöst. Und dann bin ich samt der Boxen runter, in den Graben runtergefallen und habe schön mit dem Vögel noch so die Kante von der Bühne mitgenommen und habe mir das Steißbein. Und ich bin dann zum Heimfahren gehockt und gestanden im Auto. Aber ich habe den Gig gespielt. Ich habe 7 Lieder gespielt mit dem Ken Hensley. Sogar also noch. Habe ich gesungen. Hat gepasst. Ja, es hat gepasst, genau. Aber ja, hinten drin ist es lustig. Im Moment ist es. Im Moment, ja. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Das, Aber jetzt, the show must go on. Show must go on. Ja! Marc, das wäre es bereits gewesen. Aber wir wollen doch jetzt am Marc noch etwas die Kamera überlassen. Ja, die Kamera ist jetzt noch geschwind für dich da. Du kannst noch Werbung machen. Wo sieht man dich?
Sie gehört einfach dir. Wenn ich jetzt würde sagen, wo gut, sehen wir mich? Aber als Gesinnung, die wir da noch her. Wir wünschen dir. Aufpassen, nein, geht schauen. Traufen.ch spielt, also die ist noch am Heiter oben, der nächste ist wieder unterwegs. Geht bei ihm auf die Homepage, der Markt. Oder, viel besser, gehen Sie mit der Lebenswelt auf Hofstetten, wirklich wunderschön da. Oberhalb vom Brienzersee, traumhaft. Also, geht schauen. Wunderschönes Hotel, gute ja. Idee, gut umgesetzt. Sympathische Leute. Also, wir sehen uns. Und danke vielmals, dass ihr dabei seid. Danke mal. Ciao, 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 ciao.